und herzlich willkommen hier bei Bird of Play. Ich bin der Lutz und ich muss euch mal wieder ein ganz kleines bisschen informieren. Und zwar, ihr wisst ja, 50 Jahre Star Trek steht vor der Tür und Cryptic haut am 6. Juli Agents of Yesterday raus. Und ich mache da was Besonderes für. Ich habe ja jetzt in letzter Zeit immer so ein bisschen mal so ein paar Andeutungen gemacht. Ich möchte eine Storyline in meinem Let's Play haben. Und zwar, ich habe ja, Jan besser gesagt, mein Cousin hat ja diesen kleinen Trailer da geschnitten, den ich letzte Woche, glaube ich, veröffentlicht habe. Ich habe in meinem letzten Star Trek Online Schiffsurf-Video, habt ihr ja mitbekommen, da war eine Storyline drin. Und davor war ein bisschen Storyline drin. Ich habe ja immer mal so ein bisschen, mein Let's Play so ein bisschen Storyline mit reingehauen. Ich möchte das jetzt groß machen, richtig groß, richtig aufwendig. Mein Cousin und ich, wie auch immer man es ausspricht. Auf jeden Fall, Jan und ich, wir sind heftigst dabei, da was vorzubereiten. Wir waren heute dabei, wir haben Timmy und Tobi auf den TS eingeladen, wir haben heute Space 10 aufgenommen. Da lacht er. Ja, das ist nämlich übrigens neben mir. Da kommt die Hand. Ja, wir sind, wie gesagt, am Vorbereiten. Der Trailer, den wir rausgehauen haben, wo wir da im Wald unterwegs waren, ich nenne es momentan die Außenteam 10. Ja, wir werden auch draußen ein bisschen rumlaufen. Also, wie gesagt, es wird riesig, es wird gigantisch. Jan macht die ganzen Special Effects. Ich glaube, ich werde dich bezahlen müssen, wa? Warte mal, hier. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber hier, ich habe Platinum hier. So, ich habe Platinum-Bahn. Er will nicht bezahlt werden. Na gut, dann nicht. Ich habe da aber ein kleines Problem. Und zwar, ich möchte, ihr wisst ja, in meinen bisherigen Storylines habe ich immer mit Untertiteln gearbeitet, ja. Weil, ganz einfach, ich habe einfach nicht die Kapazität, die Kontakte, besser gesagt, um meine Charaktere synchronisieren zu können. Zum Beispiel in der letzten Storyline, da haben wir ja gesehen, dass da Mary eine Bombe auf einer Odyssee hochgehen gelassen hat. Und es war alles mit Untertiteln, bis auf meine Stimme kurz am Ende. Das wäre natürlich ganz schön, wenn das bei der großen Storyline, bei dem großen Film, den wir planen, nicht der Fall ist. Und zwar, ich brauche ganz dringend zwei weibliche Stimmen für zwei meiner Charaktere. Einmal Luna und einmal Jane. Wenn sich das jetzt hier ein Mädchen anguckt, oder wenn sich das zwei Mädchen angucken, Hilfe, wenn ihr weibliche Kontakte habt, die eventuell mir mal zur Verfügung stehen könnten. Hilfe, ich brauche sie. Ich brauche wirklich dringend zwei Mädchen. Und wenn ihr wollt, ein Junge. Eventuell brauche ich auch noch einen Jungen, der Sean synchronisiert, mein Andorianer. Das Schöne ist ja, Jan und ich fahren nach Wernigerode, da ist ein Studio, da kriegen wir dann einen Greenscreen und drehen da und die haben Praktikanten, aber eine männliche, keine weiblichen. Fuck. Also wie gesagt, ich brauche ganz dringend zwei weibliche Stimmen, unbedingt. Auf die eine oder andere Art und Weise. Ich habe schon ein paar Leute angeschrieben, bisher habe ich aber dann noch keine Antwort bekommen, es läuft nicht so ganz. Aber wie soll das jetzt ablaufen? Ich plane vor Agents of Yesterday. Das ist das Problem. Dafür hasse ich Cryptic. Ich liebe Cryptic gleichzeitig dafür, aber ich hasse es auch dafür. Der 6. Juli. Es ist früher als erwartet. Das ist schön, weil ich möchte hier, ihr seht das ja da, oder was er sagt, da. Ich möchte meinen Ranger spielen. Ich möchte die Perseus ausprobieren. Ich bin heiß auf Agents of Yesterday. Rein spieltechnisch freue ich mich. Rein aufnahmetechnisch, ich hasse euch gerade erbärmlichst Cryptic. Weil ich habe gedacht, ich habe 2 Wochen mehr Zeit. Hört sich dämlich an, ist aber so. Aber der Plan ist jetzt der, ich nehme einen kleinen Pilotfilm auf, nehmen wir es mal so, der wird so 10 Minuten gehen. Und dann, während ich Agents of Yesterday Let's Play, werde ich dann immer hier und da ein wenig Storyline mit reinstreuen lassen. So ähnlich wie bei der Schiffswerft jetzt auch. Immer am Anfang des Videos. Es wird immer so sein, entweder ist immer ein bisschen am Anfang des Videos oder am Ende des Videos. Oder, wie jetzt bei der Raumschiffswerft, es ist eine Raumschiffswerft. Das hört sich doppelt an. es ist ja bei der Raumschiffswerft so gewesen, vorne ein bisschen und hinten ein bisschen. Das passiert, wie gesagt, es kann sein, dass nur hinten am Ende des Videos ist. Es kann auch sein, dass bloß vorne was vor Video ist. Woran erkennt ihr das?
achtet mal auf das Thumbnail von von meinem letzten Video. Da werdet ihr feststellen, dass Jan da so ein kleines Pad reingeedet hat mit einem Stammflotten-Data oder mit einem Enterprise-Data drin. Mit einem Stammflotten-Insignia, sagen wir es mal so. Das ist unser Zeichen für Storyline. Also wenn ihr das seht im Thumbnail, dieses Zeichen, dann wisst ihr, da ist entweder am Anfang, am Ende oder am Anfang und am Ende Storyline in der Episode drin. Wie gesagt, ich mache jetzt eine Pilotfolge. Wir sind da gerade ganz heftig dran, daran zu arbeiten. Die Pilotfolge werde ich versuchen, vor Agents of Yesterday zu veröffentlichen. Weil, wenn ich Agents of Yesterday, mein Gott, Let's Play, dann hat es keinen großen Sinn mehr, diese Pilotfolge zu machen. Also, es muss schon vor Agents passieren und ich brauche, wie gesagt, dringend zwei weibliche Personen zum Synchronisieren. Und wäre schön, wenn sich noch ein Junge bereitstellt. So, Jan, wir haben alles, oder? Gut, okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, dass euch die Idee gefällt mit dieser Storyline. Was da auf euch zukommt, lasst euch überraschen. Glaubt mir, ihr kennt ja den Trailer. Ich glaube, das wird schon was. Und wenn euch das gefällt, dann werde ich das nämlich regulärer machen. Gut, wir sehen uns dann irgendwo dort draußen wieder, spätestens dann bei Agents of Yesterday. Bis dahin, Schausen. Ihr seid doch noch nicht entlassen, Leute. Ich habe nicht noch was vergessen zu erwähnen. Zuallererst einmal, genau da ist jetzt ein Bild von dem Pad, was ich eben erwähnt habe. Wenn das Ding im Thumbnail drin ist, wisst ihr, es gibt eine Storyline. Nee, die Sache, die ich vergessen habe zu erwähnen, ist, ich werde eine Playlist anlegen mit allen Storyline-Episoden. Die, die ich schon gemacht habe und die, die noch kommen werden. Ich wollte euch das bloß noch sagen. Jetzt seid ihr aber entlassen.